Ja, hallo liebe Unternehmerfreunde, hier ist der Daniel und ich bin heute in die Schweiz gereist. Ich bin heute in Lenzburg und habe die Ehre, hier das Videostudio im Alex Rouge Verlag zu nutzen. Und ja, ich darf auch den Alex Rouge begrüßen. Ja, es freut mich, dass Sie hier in die Schweiz gereist sind. Ja, ich liebe die Schweiz und sehr schön, dass wir heute hier sein dürfen und dass Sie uns für ein Interview zur Verfügung stehen, hier für L&K TV. Wir werden das auf allen Kanälen natürlich ausstrahlen. Und ja, wir haben einige Fragen vorbereitet und sind gespannt, was Sie aus Ihrem Leben, aus Ihrer beruflichen Erfahrung hier für unsere Teilnehmer und Zuschauer weitergeben können. Sie sind ja schon eine ganze Zeit in der Weiterbildungsbranche unterwegs, haben die Branche ja auch geprägt. Wie viele Jahre sind Sie denn da und was waren denn für Sie so die Highlights? Ja, vor 26 Jahren habe ich den Rouge Verlag gestartet, den bekannten Hörbuchverlag. Und dann kamen weitere Firmen dazu. Im Jahr 2000 dann noch der Aufsteiger Verlag. Dann haben wir auch im Jahr 2000 die Zeitschrift Noch Erfolgreicher lanciert. Wir haben jetzt gerade 20 Jahre Noch Erfolgreicher gefeiert. Dann kam das Alex Rouge Institut dazu, 2005. Und dann noch Rouge Consulting. Wow, eine ganze Menge. Jetzt haben Sie ja ganz viele interessante Persönlichkeiten interviewt, Programme mit persönlichen ja, Autoren auch aufgesetzt. Ja. Was waren denn da so Highlights, wo Sie sagen, das ist einfach nennenswert in den 26 Jahren? Ja, wir haben durch viele Big Names bei uns hier im Rouge Verlag und im Aufsteiger Verlag und auch in der Zeitschrift, also Millionen Bestseller-Autoren und auch so die ganzen Big Names der deutschen Senatsszene, auch solche, die jetzt leider verstorben sind, wie Niklas B. Enkelmann oder jetzt seine Tochter Claudia Enkelmann, dann so Größen wie Jürgen Höller, Rolf H. Ruhleder, Dr. Ulrich Strunz, Lothar Seiwert, Dirk Kräuter und so weiter. Und dann auch die Millionen-Bestseller-Autoren, denn das ist die große Stärke des Rouge Verlages, die ganzen Millionen-Bestseller, vor allem dann aus Amerika, wie zum Beispiel Die Imme von Michael E. Gerber oder auch Der Weg zu den Besten von Jim Collins oder auch Dale Carnegie, Napoleon Hill, Jack Canfield, T.H. Eker und so weiter. Wow, das ist eine ganze Menge. Ja. Jetzt führen Sie ja mehrere Unternehmen, also es gibt ja mittlerweile eine Rouge-Firmengruppe. Das sind mittlerweile wie viele Unternehmen geworden? Fünf Firmen. Fünf Unternehmen. Genau, alle in der Wow, Schweiz. super. Und da bedienen Sie also nicht nur den deutschsprachigen Raum, sondern auch darüber hinaus andere Länder. Also wir haben uns dazu entschlossen, dass wir uns auf den deutschen Sprachraum konzentrieren. Also Okay. klar, wir haben natürlich auch Leute in Belgien, in Australien, in Amerika und so weiter, aber alles Deutschsprachige. Wir haben zwar sechs Hörbücher auf Englisch produziert, damals im Jahr 2001, auch eines mit Jürgen Höller und eines mit Dr. Strunz. Aber ich muss ehrlich sagen, die englischen Hörbücher sind gefloppt, trotz guten Sprechern, weil man muss sich halt wirklich konzentrieren auf einen bestimmten Markt Klar. und der englischsprachige Markt ist sehr stark umkämpft. Und so habe ich dann gesagt, wir wollen lieber in unserem Bereich, im deutschen Sprachen, die Nummer 1 sein und nicht irgendwie die Nummer 12.300 in Amerika. Sehr gut. Darf ich fragen, wie jung, wie alt Sie mittlerweile sind? Ich wurde kürzlich 51. 51. Jetzt haben Sie mir ja im Vorgespräch erzählt, dass Sie vorhaben, also sich zu konzentrieren und einen Teil quasi der Firmengruppe zu verkaufen. Und unser Unternehmen, wir beschäftigen uns ja mit Unternehmensnachfolge und Unternehmensverkauf. So gab es jetzt hier einige Gespräche. Darf ich Sie fragen, was Ihre Beweggründe sind? Worum wollen Sie denn jetzt quasi einen Teil Ihrer, das sind ja keine Babys mehr, sondern das sind ja quasi auch keine Teenies mehr, sondern das sind schon erwachsene Firmen, die hier mit 26 Jahren jetzt halt am Markt unterwegs sind. Ich habe natürlich meine Firma mit viel Passion aufgebaut. Ich habe im Prinzip aus dem Hobby einen Beruf gemacht, weil wäre ich jetzt nicht der Verleger, wäre ich Kunde von den Firmen der Rouge-Firmengruppe. Aber irgendwann ist der Zeitpunkt da, wo man einfach sagen muss, ich mache jetzt seit 26 Jahren die gleichen Dinge. Sicher klar, wir sind innovativ, es kommen neue Sachen dazu. Aber jetzt so bei den Hörbuchverlagen ist ja mehr oder weniger das Gleiche. Es ist vielleicht etwas schon sehr Spannendes. Es war für mich sehr, sehr spannend früher, aber was früher, vor 26 Jahren oder auch vor 15 Jahren für mich noch sehr spannend war, ist jetzt auch Routine geworden. Und so ist der Zeitpunkt da, jemand zu finden, der das jetzt übernimmt, einen Nachfolger oder eine Nachfolgergruppe mit auch neuen Ideen, neuer Motivation, neuer
Inspiration und auch vielleicht Bereitschaft, Dinge zu tun, die ich nicht tun will oder tun kann. Also ich habe auch so ein paar Ideen im Hinterkopf. Zum Beispiel der Rouge-Flag würde auch unbedingt eine gute App brauchen, damit man dann die ganzen Rouge-Hörbücher auf dem iPhone drauf hat. Oder auch im Bereich Vertrieb könnte man noch mehr machen, weil ich jetzt nicht so der Vertriebler bin. Also es gibt viele Chancen, die dann wahrgenommen werden können. Ich habe auch schon Beispiele gesehen in Amerika. Da gab es einer, der hat auch eine ähnliche Firma verkauft und der Nachfolger hat innerhalb von einem Jahr den Umsatz verachtfacht, weil er einfach bereit war, Dinge zu tun, die der andere nicht tun wollte. Super. Jetzt haben Sie ja viel Erfahrung als Unternehmer mit 26 Jahren Erfahrung, mit 5 Unternehmen, die Sie führen. Jetzt ist natürlich wichtig, dass Sie den Spirit, den Geist quasi weitergeben. Und Sie haben gerade vorhin davon gesprochen, dass es heute andere Dinge sind, also ich formuliere das jetzt mal in meiner Tonalität um, die Sie motiviert haben, wie die Sie heute motivieren. Was war denn so der Spirit, wo Sie über die 26 Jahre getragen hat? Also der Spirit war sicher einfach die Passion für Erfolgswissen, neue Dinge zu lernen, neue Autoren zu finden, neue Inhalte, neue Themen. Wie werden Personen und Firmen erfolgreicher? Wir haben es natürlich dann auch bei uns angewandt. Also auch ich selber wurde dann zu einem Experten und war dann auch überrascht eben, wie stark auch die Marke Alex Rouge dann wurde. Nicht nur die Marke Rouge Verlag und Aufsteiger Verlag, und noch Vogach, sondern auch Alex Rouge, weil eben das Thema, ich finde es spannend, ich bilde mich seit ich 17 bin weiter, jeden Tag, auch jetzt noch, 2 Stunden pro Tag ist für mich Weiterbildung mindestens. Und das ist, glaube ich, so der Spirit, was mich antreibt, worum ich auch sehr viel arbeite, eher ein bisschen zu viel. Und das wäre eben auch das Ziel, dass wenn die Firmen verkauft sind, dass ich dann vielleicht mal zumindest für ein paar Monate etwas ruhiger nehme. Okay, sehr schön. Was werden Sie denn dann tun, wenn Sie jetzt sagen, jawohl, ich habe jetzt den Mann oder die Frau oder die Gruppe gefunden, wo meine Passion hier weiterlebt, wo ein Teil davon übernimmt und dann entsprechend das Thema so weiter forciert, vielleicht sogar steigert, ausbaut. Mhm. Welchen Dingen möchten Sie dann nachgehen? Also einerseits habe ich es im Konzept drin, im Verkaufskonzept. Ich stehe natürlich zur Verfügung, auch beratend, von mir aus auch längerfristig. Auch mein Name, wenn der jetzt gebraucht wird, kann benutzt werden. Ich als Person und so, dafür bin ich offen. Aber es kann natürlich auch sein, dass der neue Käufer sagt, er will es genauso machen, wie er es machen will und er braucht mich nicht mehr. Das ist auch okay für mich. Und ich denke einfach, für mich ist gut, wenn ich mal so eine kurze Pause habe von vielleicht 2 Monaten oder 6 Monaten, um einfach noch neue Ideen zu bekommen, die man eben nicht mehr bekommt, wenn man einfach immer dran ist. Genau, also wie so ein Sabbatical, wo Sie sagen, jawohl, da erde ich mich, da komme ich jetzt mal voll und ganz aus dem Thema raus, bin dann kreativ, entwickle neue Ideen und komme mit einem ganz neuen Spirit zurück und kann dann vielleicht ein ganz neues Thema aufrollen. Genau, weil Ruhestand ist für mich eh kein Thema. Also ich will eigentlich bis zum Schluss arbeiten, denn ich bin Vollblutunternehmer, ich bin fasziniert von dem Thema Marketing, von dem Thema Unternehmertum, Outpload, aber auch das Thema Gesundheit. Und ich finde es einfach spannend, etwas zu tun, etwas zu lancieren, ein neues Produkt zu lancieren, zu schauen, wie es läuft und so weiter. Also das brauche ich, das will ich auch weiterhin so haben. Aber eben einfach mal noch neue Dinge, noch neue Sachen entdecken, auch noch etwas mehr privat tun, weil mich gibt es ja vor allem als Geschäftsmann und weniger als Privatmann. Also da will ich schon noch mehr das Leben noch entdecken. Sehr schön. Jetzt sind wir ja momentan in 2020. Viele sagen ja das Corona-Jahr. Und die Digitalisierung wurde uns ja quasi richtig aufgedrückt. Mhm. Wie war denn jetzt die Zeit für Sie? Also A, die Zeit Corona und überhaupt auch die Digitalisierung, weil Sie sind ja mit der Gruppe sehr digital aufgestellt. Mhm. Was fällt Ihnen dazu ein? Ja, also Sie haben recht, wir sind wirklich digital optimal aufgestellt. Das fing eigentlich bei mir an, das habe ich auch schon mal Ihnen auch erzählt. Bei mir war so der Weckruf im Jahr 2000 zu 2001, als wir sehr stark gewachsen sind, hatten wir plötzlich Chaos und da musste ich anfangen, Systeme zu etablieren. Das war so der Startpunkt. Dann 2013 habe ich gesagt, ab jetzt verbringe ich den Winter in Kalifornien. 2-3 Monate pro Jahr im Winter in Kalifornien. Und somit muss ich die Firma dann noch eine Stufe besser organisieren. Dann im Januar bin ich dann wirklich nach Amerika gegangen, 2013, für 6 Wochen im ersten Jahr.
dann 8 Wochen im zweiten Jahr, 12 Wochen im dritten Jahr und das habe ich jetzt 8-mal gemacht. Also somit war die Firma schon mal gut aufgestellt und dann haben wir auch angefangen, das war irgendwie so 2016, dass ich auch Remote-Arbeit zugelassen habe. Und dann 2017 habe ich das Gebäude, das Firmengebäude verkauft und dann die Firma fast, sagen wir so, zu 80% remote gemacht. Und so, als dann Corona kam, war das für uns kein Problem, weil ich bin auch aus der Seminarbranche ausgestiegen. 2017 habe den Rouge Magni Diplom-Lehrgang umgebaut als Online-Lehrgang mit 25 Modulen auf 4 Stunden. Wir haben dann 3 Jahre im Videostudio, also so wie jetzt hier mit 5 Kameras, das produziert. Ging natürlich ein bisschen länger als erwartet. Ich habe gedacht, es dauert ein Jahr. Schluss ging es 3 Jahre, weil es muss ja alles gut vorbereitet werden, es muss geschnitten werden. Ich brauche Co-Moderatoren und Fachexperten. Aber es ist natürlich super so, weil dann hat man alles schön digital. Das kann der Kunde dann auf dem iPad anschauen, auf dem iPhone, auf dem PC. Ich mache es zum Beispiel in der Küche, habe dort ein iPad Pro. Und das ist dann etwas erhöht platziert. Dann kann ich meine Smoothies machen, meine Salate und so weiter und mich weiterbilden. Wow, auch ein sehr guter Impuls. Ähnlich wie unsere Learning Lounge. Ah ja, genau. Ja. Was war denn Ihre größte Herausforderung in den 26 Jahren, wo Sie sagen, das war für mich unternehmerisch sehr anspruchsvoll? Es gibt natürlich viele Herausforderungen. Mal geht es gut, mal geht es schlecht. Ich habe alles durchlebt unternehmerisch. EDV-Herausforderungen, Mitarbeiter-Herausforderungen, Buchhaltungs-Herausforderungen und so weiter. Aber sicherlich die größte, die uns wirklich fast den Kopf gekostet hat, war, als die Nachfrage nach Kassetten stark zurückging. Und also am Anfang war es wirklich so, 10% haben CDs gekauft, 90% Kassetten. Und dann ist es plötzlich so extrem schnell gedreht und plötzlich wurden nur noch 20% Kassetten und 80% CDs. Und da mussten wir alles umwandeln, auch neue Umbrüche machen, weil die CDs haben weniger Platz drauf als eine Kassette. Das heißt, alles muss neu umgebrochen werden im Tonstudio, neue Umschläge gestalten, alles ins Presswerk, Mindestauflage 1000 Stück pro Hörbuch. Das war recht kostenintensiv und das war so eine große Herausforderung. Okay, interessant. Ja, Herr Rusch, vielen Dank. Was würden Sie jetzt unseren Zuschauern zu Hause raten? Was sollen diese tun, wenn sie zum Beispiel mit Unternehmenswachstum, Unternehmenswert steigern, Unternehmensnachfolge oder Unternehmensverkauf unterwegs sind? Also ich würde empfehlen, dass man einfach mental sich mit diesem Thema mal beschäftigt, schaut, dass man den Unternehmenswert steigert, dann vielleicht auch mal so ein Buch liest, vielleicht wie das hier von Ihnen, eben auch von Experten lernen, weil Leute, die es gemacht haben, weil sie haben es bewiesen, sie haben eine große Firma verkauft für viel Geld. Und von denen kann man eigentlich am besten lernen. Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank, dass Sie zum Interview zur Verfügung standen. Euch, liebe Unternehmer, wünsche ich natürlich weiterhin viel Erfolg und bis zur nächsten Folge bei L&K TV.